Und nix habt ihr verpasst. Ganz klare Sache. Wir nehmen erstmal hier die 4. Und vielleicht kann man sagen, wenn man hier hochkommt. Wenn man hier hochkommt. Und das hier nur ein Lager werden soll. Also erstmal müssen wir es auf jeden Fall hier zumachen. Dass wir es hier komplett zumachen. Dieser Ecke. Hier können wir ein Fenster lassen. Hier machen wir auch wieder zu. Wenn wir es unten hier geteilt haben, könnte man es hier oben natürlich auch hier nochmal so teilen. Vielleicht könnt ihr mir folgen. So. Apropos folgen, ihr könnt mir natürlich auch auf Twitter folgen, da bin ich ja auch zu finden, unter Tarian78. Da wird auch immer von mir gepostet, sobald ein Video, neues Video von mir online ist. Das habe ich eigentlich auch noch nie so wirklich aktiv erwähnt. Dass ich auch bei Twitter zu finden bin. Da könnt ihr auch gerne mich mal antwittern und sagen, ey, was ist los? Was geht? Was geht nicht? Haben wir noch eine Tür am Start? Eine Tür haben wir auch noch. Flupp. Auch nicht so hässlich, oder? So, wie sieht es jetzt von außen aus? Erschreck mich nicht. Dummes Schwein. So. Da kommen die Treppen rein. Das braucht man nicht platt machen. Treppen hatten wir jetzt nicht. Müssen wir gleich noch bauen. Soweit wird es bis jetzt aussehen. Also so sieht es bis jetzt aus. Eigentlich gar nicht so hässlich, oder? So als einfaches Farmhäuschen. Kann man so lassen. Jetzt ist die Frage, machen wir hier große oder kleine Fenster rein? Habe ich noch Glas dabei? Ich habe kein Glas dabei, aber ich habe jede Menge Glas. Ich müsste es halt nur noch finden. Und dann braucht die Kiste natürlich noch ein Dach. Das ist auch klar. Aber das sollten wir hinkriegen. Hier müsste ich jede Menge Glasscheiben haben. Ich habe noch mehr. Ich habe doch nicht nur die 22 Stück. Ich habe doch vorhin richtig viel von dem Kram gemacht gehabt. Hier. Bam. So, nehmen wir mal mit. Mal gucken. Hier eine rein. Hier sind dann lauter Türen. Hier könnte man auch zwei Glasscheiben reinmachen. Damit das hier schön lichtdurchflutet ist. Oder man sagt, dass das hier der Wohnbereich ist, die Wohnstube. Obwohl, dann sind Decken so hoch, ne? Das ist dann immer schwierig zu heizen. Diese Altbauten mit den hohen Decken, da ist natürlich viel mehr kalte Luft drin. Und da muss die Heizung natürlich viel mehr Luft warm machen. Und so ein paar Fackeln sind irgendwie dann auch relativ unergiebig. Oh. Die wollen wir natürlich nicht verschwenden. Die packen wir mal da wieder an. Ja, müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt hier den Dachstuhl. Machen wir da so eine offene Dachkonstruktion? Quasi dann so. Und quasi dann so. Und jetzt hier so ein bisschen Dach drüber. Oder ziehen wir davor nochmal eine Decke rein? Man könnte natürlich auch sagen, könnte man das sagen, dass man. Ich habe noch 40 von diesen flachen Dingern. Ich mach mal gerade hier einmal rum.
Das war falsch. Der kommt wieder weg. Oh, ist die Axt schon wieder kaputt? Ich muss dringend mal zum Schmied. Könnten natürlich hier... So ein... Ach, das geht gar nicht. Schade eigentlich. Ich dachte, man könnte da so eine Fensterscheibe einsetzen. Aber da gibt es diese Dachluken. Ja, 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 ja. Und, die Leitern. Ach, die Leitern habe ich. Ich habe noch Leitern. Moment. Dann müssen wir mit Leitern da oben hoch. Und wir brauchen. Ach, wir brauchen eh noch ein paar richtige Stufen. Ich mache mal gerade noch so ein paar Stufen hier. So. Brauchen wir sowieso. Ich lege mal hier den ganzen Kramsel weg hier. Bapp. 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 Feuerstein brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Pfeil und Bogen nehmen wir mal mit. Erde haben wir, das ist gut. Hier ist Kies. Kies brauche ich im Moment auch nicht. Die Hoe brauchen wir gleich, um den Bauernhof anzulegen. Wir brauchen auch noch einen Eimer. Der Stahl ist im... Beim Schmied. Wir brauchen auf jeden Fall genug Eisen, um uns einen Eimer zu bauen und nachher Wasser zu holen. Das heißt, bevor ich das vergesse und das wertvolle Eisen aufbrauche, baue ich den mal eben schnell. Wie ging das? So, 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 ne? Genau. Ja, machen wir mal. Machen wir gleich zwei Eimer, da müssen wir nicht so oft laufen. Hier kommen fertige Produkte rein, genau. So. Und hier kommt das. Rohmaterial rein. Und hier kommen Reparaturaufträge rein. Da könnte die Axt direkt mal mit dazu. Die legen wir hier Steinäxte. Ich weiß, es ist nicht besonders wertvoll, aber kann man ja trotzdem reparieren. Dann hier Steinspitzhacke. So, sieht doch erstmal gut aus. Schaufeln werden wir auf jeden Fall gleich noch brauchen. So, ja, und wie soll das Dach aussehen? Wenn ich das jetzt wieder in Eichenholz mache, wird es wieder so wie hier. Das möchte ich eigentlich nicht. Man könnte natürlich auch einfach ein Flachdach drauf machen. Sieht aber auch irgendwie blöde aus. Das ist einfach nur so ein eckiger Kasten. Oder man sagt, man macht oben Akazienholz drauf. Dann wäre es so wie rote Dachziegel. Nichts Genaues weiß man nicht, ne? Ich wäre aber für die Variante mit Akazienholz. Ich müsste nur gucken, ob ich noch welches habe. Akazien. Hier habe ich sogar noch, Stufen von. Das würde bedeuten, wir nehmen das erstmal schon mal ins Inventar. Hauen uns hin. Nicht, dass uns wieder irgendwelche bösen Kreaturen überraschen. Und noch was. Ah, ich wollte die Leiter mitnehmen. Die Leiter. So geht das. Hier. Okay, dann kümmern wir uns mal ein bisschen ums Dach. Was fliegt denn da oben eigentlich rum? Was ist das da für ein schwarzer Punkt? Da. Da ist der Berg wahrscheinlich. Irgend so eine fliegende Insel oder sowas. Irgendwie so eine fliegende Insel wird das sein. Okay. Dann bauen wir uns eine Leiter. Sagen wir hier hoch. Klock, 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 klock. So, jetzt brauchen wir erstmal ein Erdgerüst, das um das Haus herumführt. Mit Shift, nicht mit Steuerung. Das wäre sonst ein recht tiefer Fall. So. Das Gerüst zu bauen ist schon immer blöde. Das nachher wieder abzureißen ist noch viel blöder. Das kann ich euch wohl gerne mal erzählen.
ich überhaupt genug? Könnte knapp werden, oder? Da läuft ein Zombie. Mal gucken, ob der gleich ein bisschen Fleisch verliert. Ah, Scheißendreck. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, sehr gut. Zwei Fleisch, perfekt. Ah, noch mehr Zombies. Na, who wants some? Who wants some? Keiner mehr da. Schade eigentlich. Ich hätte gerne einen umgenietet. Apropos umnieten. Wenn ich nicht gleich von alleine umfallen möchte, sollte ich vielleicht nochmal ein bisschen was essen. So, wo war ich denn jetzt? Da. Da müssen wir hin. Zack, hier hoch. Hier rum. Und hier hoch. Sehr schön. Jetzt müssen wir am Gerüst noch ein bisschen weitermachen. Aber da sind wir ja fast. Ey, nicht wegschmeißen. Oh, shit. Also wieder hoch. Ja, ja, ich bin etwas ungestüm zuweilen. Merkt man gar nicht, oder? Hä? So, da kommen wir ohne Probleme hin. Okay, dann können wir mit dem Dachbau anfangen. Und zwar müssten wir irgendwie hier noch einen hinmachen, damit wir so ein überstehendes Dach bekommen. So. Und dann soll es aber nicht ganz spitz werden, sondern etwas flacher zulaufen. Später. Wisst ihr, wie ich das meine? Erst wird es halt diese 90 Grad und dann nehmen wir nachher diese Halbstufen, vielleicht so ab der zweiten. Der zweiten Reihe ungefähr. Verdammt. So, und jetzt können wir natürlich prima eine Axt gebrauchen, ne? Haben wir nicht. Puffs, aua. Dann machen wir schnell eine. Der Schmied ist ja direkt hier vorne, haben wir keine weiten Wege. Aber wir haben kein Material. Ich habe momentan auch nur Steine. Ich möchte nicht so viel Eisen verschwenden. Sobald wir die Farm fertig haben, müssen wir natürlich losziehen und uns Material beschaffen. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber im Moment ist halt erstmal die Grundversorgung angesagt. Und so machen wir uns hier erstmal ein paar Stickies. So, und dann, na, das gibt's nicht. Wir brauchen, nee, das brauchen wir. Ja, können wir eigentlich auch direkt mal auf Vorrat bauen? 2, 3. Okay. Äxte braucht man immer mal. Wo muss ich hin? Ich muss aufs Dach. Ich muss aufs Dach. So, weiter geht's. Holen wir uns nachher. Natürlich nachher. Und ein rüber. Jetzt brauchen wir einen hiervon. Leiter brauchen wir nicht. Hier muss so einer hin. Hier muss so einer hin. Da muss so einer hin. Und hier in die Ecke muss auch jeweils einer hin. Und dann brauchen wir gleich mehr Akazienholz Stufen. Jetzt. Wo ist die Leiter? Hier ist die Leiter. Juhu. Wo ist die Treppe? Da. Juhu. Und dann machen wir uns ein paar Akazienholzstufen und dann können wir uns auch gleich diese Halbplatten bauen.
In der Kiste haben wir das und das. 18 werden wahrscheinlich nicht reichen. Machen wir einen ganzen Stack von dem Kram. Achso. Ja, ich denke, das sollte reichen an Stufen. Wir müssen mal gucken. Ich nehme auf jeden Fall ein bisschen Akazienholz noch so mit. Falls es nicht reicht, dann gehen wir hier gerade zum Schmied. Dann soll er uns das gerade fertig bauen. Was nachher noch fehlt. Aha. Komme ich hier die Treppe noch hoch? Die Leiter? Ja, komme ich noch. Das ist immer auch so eine Sache. Wenn man sich da hinbaut, kommen wir nachher nicht mehr hoch, weil da nämlich genau das Dach da oben drüber ist. Deswegen fangen wir mal hier hinten an. Da machen wir hier hinten weiter, besser gesagt. Oh je. Ah, oh, winzig kleiner Nieser. Uiuiui. Mann, Mann. Dachbau macht irgendwie richtig Spaß, weil man stundenlang damit beschäftigt ist und nicht so richtig vorwärts kommt. So, und dann noch ein. Und hier drauf soll jetzt kommen eigentlich ein Flachdach. Ein Flachdach, also ein flacher werdendes Dach. Ah, verdammt. Verdammt. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Das tut ja richtig weh. Naja. Manchmal tut Doofheit halt tatsächlich weh, ne? Ist eben so. So, hier kann noch einer hin. Und jetzt brauchen wir diese Halbsteine. Damit das Dach so ein bisschen flacher wird. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Wird das wie so eine Scheune. Kennt ihr diese amerikanischen Scheunen? Nimm auch so ein eher rundlicheres Dach. Na, komm schon. So, und das ist jetzt das Problem. Das ist jetzt das Problem. Das heißt, wir bräuchten jetzt eine Reihe. Nee, können wir nicht. Wir können erstmal schlafen gehen, es wird schon wieder dunkel. So. Überlegen wir uns gleich mal was. Wir müssten im Prinzip. Wie müssten wir das denn dann machen? Wie müssten wir das denn dann machen? Vielleicht habe ich eine Idee. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Akazienholztreppen. Und ja, komm, machen wir das auch noch. Akazien wachsen hier wie die Hölle. Wir brauchen noch ein paar von diesen Teilen auf jeden Fall. So. Und wir brauchen noch Treppen. Ungefähr so viele. Gut, weiter geht's. Nee, renne, 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 renne. So, kommen wir dann noch hoch. Perfekt. Wir könnten, ich habe eine Idee. Wir könnten hier normales Akazienholz vorsetzen.
Glasscheiben brauchen wir erstmal nicht. Im Prinzip so und so. Jetzt müssen wir hier hinten irgendwie hoch. Das wird jetzt schwierig. Hier muss jetzt Akazienholz hin. Und hier können wir dann diese Halbplatte oben dran bringen. Jetzt müssen wir natürlich nachher, sieht das von unten oder von außen total Banane aus, wenn da jetzt gleich dieser Akazienblock durchguckt und alles andere ist in diesem Eichenholz. Deswegen müssen wir wahrscheinlich von außen das Dach nochmal vorbauen, also quasi nochmal andersrum die Treppen dran anbringen. Wenn ihr mir folgen könnt. Wenn ihr mir da folgen könnt. Oh, und das geht von hier aus, cool. Das macht natürlich nicht einfacher, aber wir müssen nicht auf die andere Seite rüberspringen. Nicht auf die andere Seite rüberspringen, sondern können das ganz elegant von hier aus machen. Theoretisch. So, ich zeige mal gerade, wie ich das meinte. Ich hasse. So, okay, wieder beruhigt. Ich zeige euch oder ich versuche euch nochmal zu zeigen, wie ich das gerade meinte. Wir können jetzt ja hier einmal rumlaufen, auf das andere Dach rüberspringen. Und jetzt machen wir einfach hier die Stufen andersrum dran. Nämlich so. Und dann fällt das gar nicht mehr auf, dass hier dieser rosane Stein drin verbaut ist. So. Fällt einem wohl auf, irgendwie, oder? Man, hier kann ich keinen hinbauen, hier kann ich. Naja, so nicht. So nicht! Vielleicht könnte man hier so machen. Okay, ich muss überlegen. Dauert jetzt 4 Stunden. Und die Folge ist auch schon wieder vorbei. Freunde, Freunde, Freunde. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch viel Spaß bei allem, was ihr jetzt gleich noch macht. Vergesst nicht, nächste Folge wieder einzuschalten, wenn ich hier mich weiter um das Dach kümmere. Von daher sehen wir uns dann. Bis dann. Tschüss.